Ich bin ja der Meinung, es soll jeder verdienen das, was er sich herausverhandeln kann. Und in der Privatwirtschaft werden Löhne und Gehälter gezahlt, die der freien Bestimmung des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers bestimmen und unterliegen. Der ORF unterliegt der Finanzierung von uns Österreicherinnen und Österreichern mit einer Zwangssteuer. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ausgerechnet Menschen in dem Land Zwangssteuer zahlen müssen, die diesen ORF gar nicht konsumieren. Diese Gehälter bis zu einer 500.000 Euro, die sich dort Bio Strobel, Weißmann, Armin Wolf etc., kann man sich ja die ganze Liste der Top 60 auf OE24 ansehen, sich ausbezahlen lassen, wird aus Gebührengeldern finanziert. Und wenn wir mittlerweile Moderatoren in unserem Land haben, die mehr als der Bundespräsident verdienen in einem öffentlich-rechtlichen, wenn wir Parteigänger haben, beispielsweise Bio Strobel der Grünen, die mehr verdienen als österreichische Verantwortungsträger im Rang eines Bundesministers, eines Regierungsmitgliedes, dann frage ich mich in diesen Minuten und in diesen Stunden an diesem Tag, ob wir hier nicht dick in die Eiterbeule des letzten großen Privilegien- und Proporzsumpfes hineingestochen haben. Der Gagenkaiser ist der Robert Gradke, Ö3-Wecker-Moderator, verdient jährlich knapp 450.000 Euro. Da fragt man sich, ob dieses Gehalt überhaupt gerechtfertigt ist, weil die Musikauswahl trifft bei Ö3 eine eigene Musikredaktion. Verpackungen kommen auch von anderen Leuten und auch den Inhalt wird ihm meistens zugespielt und die Griffe am Mischpult kann er wohl meistens aus dem Schlaf und aus dem FF. Und wenn er da vielleicht mal ohnmächtig wird, wird auch jemand kommen und ihn unterstützen. Also wie kommen solche Gehälter zustande? Naja, bei Robert Gradke bin ich wenigstens froh, dass er in der Früh um 3 Uhr aufsteht, was ich mir vom restlichen ORF-Management ja nicht erwarten kann. Und wenn ich mir zum Beispiel Armin Wolf anschaue, der den ganzen Tag auf Twitter unterwegs ist, Formel X, dann frage ich mich auch, was der den ganzen Tag so schwänzt. Natürlich haben wir hier einen Unterschied zwischen den sogenannten ORF-Stars, die sogenannten Stars, die im 9-Millionen-Land Österreich herumgereicht werden und dann auch Nebengehälter beziehen, Auftrittsgagen kassieren, Speaker-Tätigkeiten ausüben, Moderatorentätigkeiten für Radio etc. ausüben. Das ist das eine. Und dann haben wir das andere, wo wir deklarierte Parteigänger haben, die tief in die Kasse hineingegriffen haben. Auch wenn ich für Robert Gradke für seinen Gehalt kein Verständnis habe, aber ich schätze ihn, er weckt mich jeden Morgen auf, also zumindest mit dem Radio. Daher möchte ich nichts Böses nachsagen. Aber eines möchte ich schon klarstellen. Solche Gehälter sind in einem öffentlich-rechtlichen Bereich nicht statthaft. Und da erwartet man sich zu Recht eine Reform. Es kann nicht sein, dass der ORF Milliarden Euro an Steuergeld über die Jahre hinweg bezieht, hunderte Millionen Euro an Steuergeld bezieht im Jahr, von uns Zwangsgebührenzahlern und wir eigentlich relativ fassungslos auf Gehälter von 500.000 Euro im Jahr blicken dürfen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann befürchtet jetzt eine Neiddebatte. Wie schätzen Sie jetzt die Lage ein? Wie schätzen Sie den Flurfunk ein im ORF, jetzt wo diese Gehälter schwarz auf weiß veröffentlicht wurden? Es wird keine Neiddebatte geben, es sollte eine Debatte über die Gerechtigkeit geben, über gerechte Löhne auf Kosten des Steuerzahlers. Wie gesagt, ich bleibe bei meinem Eingangssatz. Was wer in der Privatwirtschaft verdient, ist mir vollkommen egal. Was wer mit meinem Geld verdient, ist mir natürlich nicht egal, weil wir Österreicherinnen und Österreicher in Wahrheit die Arbeitgeber dieser Damen und Herren sind, die allesamt Megagehälter bezahlen. Und wir Österreicherinnen und Österreicher finden es nicht statthaft, dass diese Damen und Herren allesamt mehr verdienen als der österreichische Bundespräsident oder der österreichische Kanzler oder der österreichische Nationalratspräsident oder die Klubobleute oder der österreichische Nationalbankpräsident. Also, Roland Weißmann sollte sich nicht um solche Kampagnen kümmern, Neidkampagnen, die vielleicht kommen könnten, sondern er hätte eigentlich jetzt dann doch mehr als ein Jahr Zeit gehabt, diese Megagehälter abzustellen mit den Persönlichkeiten, die es betrifft, in konkrete Verhandlungen zu treffen, die Gehälter auch abzuändern oder schlichtweg diese Personen aus dem ORF zu entlassen. Es sagt ja keiner, dass wir die alle die nächsten 20, 30 Jahre durchfüttern müssen. Da gibt es eine einvernehmliche Auflösung des Dienstvertrages und damit hat sich die Geschichte. Oder man verzichtet auf diese horrenden Gehälter, die keinem Menschen in dieser Situation erklärbar sind.
Jetzt sind wir mittendrin in einem Wahlkampf. Ja, spätestens im Herbst werden wir dann einen neuen Nationalgott wählen. Wie sehr werden hier diese ORF-Gagen bzw. der ORF generell ein Thema sein im Wahlkampf? Naja, der ORF hat sich, würde ich sagen, auf dem Silbertablett präsentiert. Natürlich wird darüber diskutiert werden. Ich stelle mir vor, wenn dann der Herr Martin Thür oder der Herr Armin Wolf oder die Frau Ingrid Thurnherr oder wie sie alle heißen, die Frau Thurnherr vielleicht im Radio, sich alle im Wahlkampf engagieren und Reportagen machen oder Moderationen machen und man sie damit auch im Wahlkampf konfrontieren wird müssen. Frau Thurnherr, Herr Wolf, Sie wollen eine Vermögensteuer? Ja, warum legen Sie es sich bei sich selbst nicht an? Also, ja, ich würde sagen, zur Glaubwürdigkeit des ORFs und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat diese Gehaltsliste, dieser Top 60 Gehaltsbezieher, nicht beigetragen. Wie vermuten Sie, nehmen es die Österreicherinnen und Österreicher wahr, dass nun diese Top-Gagen hier veröffentlicht wurden? Das sind ja Gehälter, die einen Normalverdiener seltenst drankommt. Ich war heute um 6.30 Uhr in der Früh in der Notaufnahme, weil ich fürchterliche Magen-Darm-Krämpfe gehabt habe, hatte eine Kolik und dann mein Arzt mir empfohlen hat, der Ärztenotdienst doch ins Spital zu fahren. Und ich wurde dann dort binnen einer Stunde behandelt, bin schmerzfrei, kann im Übrigen auch daher dieses Interview geben und morgen im Studio das Duell mit Sebastian Born-Mehner machen. Dort haben sich heute zwei Krankenpflegerinnen um mich gekümmert und eine Ärztin. Ich bin mir sicher, dass diese zwei Krankenpflegerinnen und die Ärztin einen Bruchteil von dem verdienen, was ein Herr Armin Wolf verdient. Mit dem einen Unterschied, der Herr Armin Wolf vergiftet das Stimmungsbild der Österreicherinnen und Österreicher. Die Ärztin und die zwei Krankenpflegerinnen retten jeden Tag Leben und sind Helden des Alltages. Die verdienen vielleicht 2.500 Euro, 3.000 Euro, wenn es gut geht. 3.500 Euro gehören sie zu den Topverdienern, die Krankenpfleger. Der Arzt verdient vielleicht 5.500, 6.000 Euro. Wie erklärst du denn einem Krankenpfleger, einem Arzt, dass Moderatoren des Öffentlich-Rechtlichen 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 Euro im Jahr verdienen, dafür, dass sie vielleicht 2 oder 4 Stunden moderieren, währenddessen Ärztinnen und Ärzte, Pflegehelferinnen und Pflegehelfer 18 Stunden, 16 Stunden arbeiten müssen, Überstunden machen müssen und es ihnen nicht entlohnt wird. Also schon allein, wenn wir diese Verhältnismäßigkeit anschauen, was wir in der Republik brauchen, Ärzte brauchen wir wirklich, Giftmischer am Hügelberg brauchen wir weniger, dann würde ich sagen, das sorgt für viele Debatten die nächsten Monate. Auch heute wurde diskutiert, dass einige ORF-Stars Angst haben müssen, dass sie vielleicht blöd angesprochen werden auf der Straße, wenn nun ihr Gehalt bekannt ist. Sehen Sie auch hier eine Sicherheitslücke dann gegenüber den ORF-Stars? Also, mir wäre das jetzt neu, dass man jetzt versucht, ein besonderes Sicherheitsbedürfnis für ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kreieren. Wenn es so ist, dass sie blöd angesprochen werden und ich setze voraus, blöd angesprochen werden und sonst nichts, dann werden sie sich dafür verteidigen müssen, dass ihre Gehälter dafür verantwortlich sind, dass der ORF Schulden macht und aufgrund dieser Schulden Zwangsgebühren in Österreich eingehoben werden müssen. Ja, ich bin immer noch dem Motto Verursacherprinzip. Die, die es verursachen, sollen nach Rede und Antwort stehen. Wie sehen Sie den ORF in der Zukunft? Hat der ORF überhaupt mit solchen Gehältern noch eine Zukunft? Weil es heißt ja auch, viele Spitzenverdiener, die sich auf dieser Liste dieser 62 Gagenkaiser befinden, werden in Pension gehen in absehbarer Zeit. Wir haben jetzt einmal die 60 Gagenkaiser im ORF, dann haben wir noch den Stiftungsrat bestehend aus vielen Lobbyisten, die daneben ihre Geschäfte machen, die auch ihre guten Agenturen haben und ihre Kundinnen und Kunden unterbringen und im Windschatten des ORF für ökonomischen Erfolg sorgen. Dann haben wir die Parteigänger aller unterschiedlicher Parteien in diesem ORF. Dann haben wir die Mediensprecher der Parteien und die Generalsekretäre, die in den ORF hinein intervenieren. Dann haben wir dort deklarierte parteipolitische Persönlichkeiten, die im ORF drinnen sitzen. Ich würde sagen, all das ist nicht mehr besonders erquicklich höflich formuliert. Daher habe ich mich immer dafür ausgesprochen, den ORF zu privatisieren. Wenn wir beispielsweise
einen Nachrichtensender wie OE24 hernehmen, der mit einem Bruchteil des Budgets und mit einem Bruchteil, mit einem minimalistischen Bruchteil der Mitarbeiterschaft wahrscheinlich mehr öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt, zumindest im Bereich der News, dann kann sich der ORF bei der Nase nehmen, wenn wir Servus TV ansehen und dort den bildungspolitischen Auftrag uns ansehen, den kulturpolitischen Auftrag uns ansehen, dann wird er aus meiner Sicht bei Servus TV mehr erfüllt als beim ORF. Das heißt, der ORF hat ja seine Kernziele nicht mehr, die er bedient. Und zu den restlichen Fake News des ORFs, die möchte ich ja gar nicht wiederholen. Ich erinnere ja nur an die schrecklichen Bilder von Bergamo, wo die Leichensärge gezeigt wurden, die Berge von Leichensärgen, und dann hat sich herausgestellt, es waren nicht die Corona-Toten, sondern es waren Tote von einem Schiffsunglück in Lampedusa. Also alles zusammen, wir sollten den ORF aus der parteipolitischen Geiselhaft aller Parteien befreien. Ich betone, aller Parteien, aller Parteigänger, aller Parteifunktionäre. Wir sollten den ORF privatisieren, zumindest einen Teil davon des ORF privatisieren, der sich rein auf Unterhaltungsebene geriert, und den ORF auf das reduzieren, was er tun soll. Bildungs-, kulturpolitischer Auftrag, demokratiepolitischer Auftrag, das wäre die vernünftige Lösung. Und weg mit der Zwangsgebühr. Der ORF soll sich am freien Markt selbst bewähren. Und die, die ORF konsumieren wollen, sollen für den ORF zahlen. Und die, die den ORF nicht konsumieren wollen, sollen in Zukunft für den ORF nicht zahlen. So einfach ist das.